Ja, ich bin halt skeptisch, ob man hier Hey! rauskommt. Schon unterwegs! Nein, kommt man nicht. Gut. Sofort! Das heißt, wir sind hier abgesichert. Verstanden! Mit Nahrung sollten wir auch abgesichert sein gerade. Ja. Also sorgen wir jetzt für Klamotten. Schnappen uns die letzten beiden Territorien. Ah, Das Schäfer. Lagerhaus ist voll. Oh. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite nicht ganz so schön. Deswegen wird zuerst das Lagerhaus ausgebaut. Ja, der Fischer ausbauen. Und da der Fischer schon für Fisch sorgt. Bauen wir eine Metzgerei natürlich? Nein. Heute habe ich es mich im Verklicken. Bauen wir eine Räucherei. So. Und nehmen den Eisensektor auch gleich ein. Der enthält leider keine Schafe. Nur der Nachbarsektor enthält Schafe. So, das heißt, hier. Oh, das ist eine gute Frage. Muss ich gleich mal mit Elias gucken. Sobald wir auch die... Oh, der kostet 500, weil hier so viele Schafe wahrscheinlich sich tummeln. Wie ihr wünscht. Jetzt muss ich aber gleich mal mit Elias gucken, ob man hier hinten Alles klar. In unser Königreich reinkommt. Wenn ja, muss ich die Mauer halt so ziehen. Na, ja, ziehen wir sie auch am besten so. Wir haben sein Territorium eingenommen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Na, das bringt nichts. Ha. Ei, ei, alles klar. Ja, gut, hier hinten kommt man durch. Ei, sofort. Also brauchen wir Schon hier unterwegs. Und hier. Schon Mauer. Unterwegs. Gut. Eisen. Nächstes Thema, Eisen. Und natürlich... Oh, die Kuhfarm ist schon auf Maximum, das ist gut. Ah, wieder auf neutral. Den Gerber... Oh, den Fischer ausbauen. Am besten gleich noch eine Räucherei, neben die erste setzen. So. Und dann hätte ich gerne. Ah. Achso, du gehst die das Ding bauen. Da wird die Mauer hochgezogen. Gut, das heißt jetzt unsere Burg mal ausbauen und Elias zum Brunnen bringen.
Das heißt, wir können uns noch eine Bäckerei leisten, auf jeden Fall. So, hier im Hinterhof. Also ja, für diejenigen unter euch, die es noch nicht gemerkt haben, ich habe keine wirkliche Struktur im Bauen meiner Städte. Ich baue die einfach nach Intuition auf. So, Burg wird gebaut. Elias wird zum Landwirt. Ein neuer Titel. Das verspricht neue Einnahmen. Sagt, den Weg hier runter müssen wir doch dicht machen. So. Dann sollte eigentlich unsere gesamte Stadt abgeriegelt sein. Wir können uns schon mal um den nächsten Schritt kümmern. Kirche ausbauen. Siedlerlimit ist erreicht. Ha, ging aber auch wieder schnell. Unsere Milchproduktion läuft aber auch ganz gut. Und einen Seifenmacher. Weil Tierchen haben wir mehr als genug. Wir könnten uns sogar noch einen Gerber leisten am besten. Ja, die zweite Fischerhütte bräuchten wir dann aber irgendwann auch mal. Habe ich jetzt eigentlich einen Käsemacher? Nein, noch nicht wirklich. So, den bauen wir hier hin. So, dann schicken wir Elias mal alles klar zum Hafen und gucken mal, was wir brauchen, um den überhaupt wieder aufbauen zu können. Ja, und früher oder später müssen wir die Räuber hier und hier loswerden. Dass wir uns hier in kleinen Mengen wenigstens Stein kaufen können, weil unser Steinbruch wird nicht ewig halten. Und früher oder später müssen wir auch die Kathedrale beliefern. Oh. Ja, und Elias gleich wieder zurückschicken, weil wir die nötigen Materialien haben und er sich sicherlich gleich beschweren wird.
Bitte liefert genug Stein zur Hafenbaustelle, damit wir ihn wieder errichten können. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut. Stein zur Baustelle schicken. Elias wird gleich meckern. Etwas Anerkennung kann einiges bewirken. Viel Anerkennung bewirkt natürlich noch viel mehr. Ja, du kriegst ja deine Anerkennung, Elias. Du musst nur mit deinem Esel wieder zum Marktplatz zurück. Und dann haben wir auch das Geld zusammen, was wir brauchen, um das letzte Territorium einzunehmen. So. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Auf euren Befehl! Jetzt müssen wir wieder auf Holz warten. Und ja, wir können mehr als genug die Tiere verbrauchen. Also die Tierkörper. Also wir haben ja zwei Metzgereien und jetzt zwei Gerbereien und noch den Seifenmacher. Wobei Seife irgendwie recht selten benutzt wird. Unterwegs. So. Errichten wir einfach hier. Der Hafen wurde aufgebaut. Nun können wieder Handelsschiffe anlegen, um Medizin und andere Waren zu liefern. Das Handelsschiff mit der Medizin ist auf dem Weg zu uns. Schon bald können wir unsere kranken Siedler versorgen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ja, am Hafen legt halt immer regelmäßig das Handelsschiff an. Das hier. Und nur sobald das Handelsschiff da ist, können wir was kaufen. So, Territorium einnehmen. Wir brauchen immer noch mehr Holz. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ja, und ihr solltet dringend mal Reinigung. Ah, da kommt er auch schon. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Ja. Kaufen wir mal. Eigentlich brauchen wir gar nicht. Erhöht die Qualität der Kleidung. Steigert den Ruf der Stadt. Und unterhält Siedler auf dem Marktplatz. Brauchen wir beides eigentlich gerade nicht. Gav hat nämlich jetzt selber seine Medizin gekauft. Von daher brauchen wir keine kaufen. So, was wir brauchen... Ja, wir brauchen dieses Territorium. Wir brauchen einen Schäfer. Seht euch nur unseren Marktplatz an. Welch munteres Treiben dort wieder herrscht. Dank euch haben wir unsere Siedler geheilt. Wir brauchen viel Holz, um das Gerüst der Kathedrale zu bauen. Eure Hilfe wäre sehr willkommen. Ja, Holz müssen wir erstmal produzieren. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, Fischer. Den wir irgendwie hier rüber leiten müssen.